Ja, hi, wir sind UDE, kurz für Umweltdatenerfassung, wie schon gesagt. Die meisten von euch werden wahrscheinlich schon gemerkt haben, dass die meisten Projekte bisher auf Open Data basiert haben. Wir wollen auch mit Open Data arbeiten und haben uns gedacht, wir machen einfach unsere eigene Open Database. Dafür mussten wir zuerst überlegen, was wollen wir überhaupt für Daten haben. Wir haben uns dann im Endeffekt für Umweltdaten entschieden, aus mehreren Gründen. Man kennt ja die großen Datenbanken, Umweltdatenbanken, zum Beispiel die der Deutschen Bahn oder die des Deutschen Wetterdienstes. Man merkt sofort, dass die alle von großen Industrien oder Regierungen gefördert werden. Wir wollten das Ganze etwas demokratisieren und einfach auch normalen Menschen die Chance geben, solche Daten zu nutzen, bereitzustellen und dazu jetzt mehr mit der Hardware. Ja, also zur Hardware, wir haben einen Raspberry Pi umgebaut. Hier zu sehen, wir haben 3 weitere USB-Stellen angelötet. An diesen können wir via Plug and Play ganz einfach weitere Sensoren anschließen, wie zum Beispiel hier ein Ethan-Methan-Gas-Sensor. Und diese Daten, die damit erfasst werden, werden in unsere Open Data gepackt, welche von Moritz noch genauer erklärt werden. Ja, genau. Unser Backend besteht im Grunde aus einer MySQL-Datenbank, in der die Daten reingegeben werden und halt von der App beziehungsweise dem Frontend oder einer anderen Entwicklungsumgebung rausgeholt werden. Diese könnte man filtern. Und ja. Ja, also ich habe dann noch die Daten schon aus dieser API grafisch dargestellt in Form einer App. Die kann man sich jetzt auch im Google Play Store runterladen, was man da vielleicht noch mal zeigen kann. Ja, also da sind jetzt natürlich mehr Daten, als die Box bisher erzeugt hat. Kannst du vielleicht wieder zurückgehen? Da habe ich jetzt ein paar, sind jetzt ein paar Demo-Daten drin. Also so sieht es dann später aus, wenn es ganz viele gibt und ganz viele das Projekt nutzen. Und außerdem sieht man auch alle aktiven Boxen, die gerade Umweltdaten senden. Ja. Jetzt macht Charlie noch weiter mit dem Design. Für das Design, das Icon und die ganzen anderen Optionen haben wir ein sehr schlichtes Design ausgewählt, damit es auch wirklich jeder versteht. Kein Schnörkel und ja, wie man sieht, relativ einfach. Ja, das war's. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke. Eine kurze Frage noch. Diese Daten werden jetzt durch den Raspi irgendwie aufgefangen. Kann man sich das dann irgendwie auch selber zu Hause hinstellen? Gibt es eine Bastelanleitung? Ja, genau, das ist auch die Idee. Und zwar ist der ganze Raspberry Pi modulabel gestaltet. Das heißt, man kauft sich sozusagen das Hauptstück, den Raspberry Pi, und kauft dann die Einzelsensoren sozusagen und steckt die zusammen. Und je nachdem, welche Sensoren man hat, gibt man dann unterschiedliche Daten in die Datenbank ein, die dann von den anderen Benutzern benutzt werden können. Alles klar, ein eigenes Umweltdatennetzwerk. Vielen Dank. Applaus